Also ich mache Freiheitsdressur schon seit einigen Jahren und trete immer wieder bei verschiedensten Shows in ganz Europa auf. Und bei einer davon, ja, bei der Equitana, die größte Pferdemesse von Europa, wurde ich von einer Passionata entdeckt und angesprochen. Und so kam ich eigentlich ursprünglich dazu. Und danach ist der Kontakt einfach aufrechterhalten geblieben und jetzt bin ich immer wieder dabei. Hier sind so knapp 50 Pferde am Start. Die muss natürlich vorher alle gewaschen worden, gepflegt, geflochten und getan. Dann reiten wir alle zusammen ab und dann fängt die Show an. Aber das ganz Besondere hier dran ist, dass wir eigentlich als einzige Tag von dem ganzen Pferdesport die Leute begeistern dürfen. Es ist kein Turnier, wo wir bewertet wollen. Wir machen das Publikum glücklich und das macht uns auch glücklich. Appassionata ist eine ganz große Pferdeshow und wir haben ca. 90 Mitarbeiter, die jedes Wochenende vor Ort sind und die brauchen wir auch alle, denn es werden ca. 140 Tonnen Sand eingebracht in die Hallen, denn es sind ja keine Reithallen, sondern normale Veranstaltungshallen. Die werden dann eben aufgebreitet auf Reitplatzbodenmatten und dann haben wir 9 große Sattelzüge für die Requisiten und die Technik. 4 speziell ausgebaute Pferdetransporter, die die Pferde von der Showstart in den Stall unter der Woche bringen oder eben dann auch wieder zur Show am kommenden Wochenende. Circa 35 Reiter und natürlich auch die Leute im Hintergrund wie Maske, Kostüm, die Tänzer und die ganze Crew, die den Auf- und Abbau macht.